Europa Fight liegt in der Luft und damit hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel Werder Bremen gegen Hannover 96. Das kleine Nordderby verspricht spannend zu werden. Es müssen wichtige Punkte für die Europa League gesammelt werden hier im Bremer Weserstadion. Das gelang den Bremern ja in letzter Zeit nicht so gut. 2:1-0 Niederlagen gab es in der Zeit. Letztes Spiel gegen König Otto hagelte es wieder ein Gegentor. Und keine Tore, bei den Bremern ja eine Seltenheit. Hannover wiederum musste sich gegen Augsburg mehr oder weniger geschlagen geben. Es ging zwar unentschieden aus, aber das 2:2 fiel in der letzten Minute. Schiedsrichter dieser Partie ist Heimo Wasserstein. Die Bremer bringen nur ihren Kapitän Clemens Fritz wieder, der seine Gelbsperre abgesetzt hat. Sonst bleibt es gleich. Schaaf vertraut den Verlierern von Berlin. Hannover muss auf Christian Schulz, den Ex-Bremer, verzichten. Dafür aber wo? Eigentlich Innenverteidiger in der Linksverteidigerposition heute. Eine Überraschung, wie ich finde. Anstoß für Hannover von rechts nach links im roten Dress. Bremen in grün. Schirodolo. Ja, die Bremer lassen Hannover erstmal spielen. Das wird, glaube ich, auch das Spiel bestimmen. Hannover eigentlich eine Kontermannschaft. Die Bremer dürfen hier nicht zu offensiv agieren. Schlaudraff. Erfolter dazwischen, aber Schlaudraff bellt den Ball. Stindl. Vorm Strafraum zu Abdelaue. Der blieb ja in den letzten Spielen eher blass. Und jetzt Bremen bei Erfolter. Artert. Eine gute Figur, der junge Bremer in letzter Zeit. Bloß im Offensivspiel fehlt ihm manchmal noch die letzte Konsequenz bei den Flaggen. Musovic hat sich auch gut eingelebt bei den Bremen. Barkfrede wirkt immer stabiler in den letzten Wochen. Fritz, der schmerzlich vermisst wurde in Berlin. Man deutlich gemerkt. Marin. Pizarro. Der wirkt auch nicht mehr so ganz frisch wie zur Hinrundenzeit mit den kurzen Haaren. Läuft es bei ihm einfach nicht. Marin, Grätsche vorbei von Hagi, Marin, Ziel hält! Erste gute Aktion der Bremer, Marin stiehlt sich da davon, dribbelt in den Strafraum und dann fehlt nur noch der konsequente Abschluss. Bei ihm ja häufig das Manko. Backred. Rosenberg. Auch er bleibt den Erwartungen hinterher. Marin, Tribul. Hier raus Rosenberg, Junusovic versucht zu schießen, aber das natürlich nicht gefährlich. Hannover kann abblocken. Abdelaue. Kann sich nicht durchsetzen. Fritz, Hauptfalter. Junusovic. Tribul. Pizarro. Alles jetzt. Mittelfeld, Geplänkel kurz vor dem Hannover Strafraum. Pizarro. Marin. Backfrede. Und die Außen. Backfrede. Traut sich die Flanken doch jetzt, aber zu kurz. Hagi ist da, der Tunesier. Hat sich seinen Stammplatz neben Pogatetz zurückgeholt. Egimann wird wieder auf die Außen verdrängt auf die Ersatzbank. Pizarro versucht Flanken. Schirundolo ist mit dem Kopf dazwischen. Die Bremer versuchen jetzt doch mehr oder weniger das Blatt in die Hand zu nehmen. Hannover. Steht aber hinten bisher sicher. Backfrede mit der Ecke. Pizarro. Ah, der erwischt nicht richtig. Der Ball geht raus zu Panda. Panda über rechts. Schöner Ball auf Schlaudraff. Die Hannoveraner lösen sich aber nicht genug nach vorne. Panda. Jetzt Diouf. Aber Erfolter stellt ihn klasse. Diouf bleibt aber auch am Ball. Erfolter nicht konsequent genug. Stindl. Aber diesmal Erfolter, super Auge bewiesen, klasse dazwischen gespritzt und dann den Ball erobert. Hartherz. Junusovic. Ah, schöne Idee. Aber Schirundolo ist mit all seiner Erfahrung dazwischen. Ah, Fehlpass da von Bremer, unkonzentriert von Hartherz. Diouf. Super Einkauf wieder von Schmadtke. Dieser Diouf schlägt sofort ein wie eine Granate. Ah, gute Idee auch von Diouf, aber Hartherz macht seinen Fehler von ihm wieder wett, erobert den Ball wieder. Erfolter, Friede, schöner Ball, Rosenberg, spielt ihn raus auf Fritz. Aber wo dazwischen? Fritz mit dem schnellen Einwurf.
Aber Panda holt ihn nicht gut von Fritz. Jetzt fehlt er hinten. Panda. Zieht von links nach rechts. Stindl. Diouf. Auf über die Außen. Flankt. Aber Wiese hechtet nach vorne. Im letzten Moment ist er noch vor Abdelaoue da. Pinto gewinnt das Kopfballduell zu Tagi. Hannover wieder im Ballbesitz. Diouf. Der ist heute sehr aktiv, aber auch Hartherz macht seinen Job da hinten bisher gegen den Afrikaner. Super. Rosenberg. Fritz, schöner Ball. Junuzovic könnte flanken. Dreht ab und Abbewohr. Der räumt den da ab, der Abbewohr. Unglaublich. So kann man doch im Strafraum nicht zum Gegner gehen. Junuzovic nimmt das Geschenk natürlich dankend an. Und jetzt Pizarro. Pizarro gegen Zieler. Tor! 1:0 für Werder Bremen. Pizarro vom Elfmeterpunkt holt er sich vielleicht seine Sicherheit wieder zurück. Trocken unter die Latte in die Mitte. Verzögert. Genial gemacht. Und dann ganz knapp unter die Latte. Starker Elfmeter. Jetzt haben die Bremer Hannover da, wo sie sie haben wollten. 1:0 führen sie. Hannover muss jetzt kommen und da bleibt den schnellen Bremer Angreifern der Platz zum Kontern. Panda, super gemacht von Fritz. Jetzt wird schon mal die erste Szene, aber boah, dazwischen. Fritz, Bargfrede. Rosenberg über die Außen, zieht Pogatetz nach draußen. Er fehlt jetzt in der Mitte, es könnte schnell gehen, aber Bremen verzieht, das Tempo verschleppt ist. Junuzovic, Zieler dazwischen. Flanke oder Schuss, weiß man nicht genau, aber auf alle Fälle hat Zieler den Ball. Auch hier im Ballbesitzstatistik sieht man, wer das Spiel gemacht hat, 60:40, das Ballbesitzverhältnis für Bremen. Und der Abpfiff, Sie haben ihn gehört. 1:0 für Werder Bremen, kurz vor der Halbzeit. Elfmeter Pizarro. Ja, was soll man dazu sagen? Hannover macht nicht viel fürs Spiel, hat natürlich auf Konter gelauert. Bremen offensiver, macht mehr ins Spiel hinein und ich würde sagen, relativ verdient diese Führung. Ja, hier nochmal die Szene, aber boah, das macht natürlich nicht gut. Und Pizarro. Klasse. Und weiter geht's. Keine Wechsel zur Halbzeit bei beiden Mannschaften. Bremen jetzt von rechts nach links mit der 1:0-Führung im Rücken. Tribul. Wer den Ball. Sehr schön, der junge Bremer. Sokratis. Bargfrede auf die Außen, Hartherz. Schöner Ball. In den Lauf von Rosenberg. Rosenberg. Der zieht nicht so außen. Spielt wieder zurück zu Hartherz. Mitte, Bargfrede aufgerückt. Schöner Ball jetzt zu Marien. Außen rechts ist alles frei. Da kommt der Ball auch hin. Pizarro. Fritz mit aufgerückt. Kriegt den Ball. Flanke. Aber Hagi dazwischen. Schlaudraff. Jetzt kann es auch mal schnell gehen. Viele Bremer vorne. Abdelaoue, aber Hannover rückt nicht schnell genug nach. Abdelaoue. Diouf wäre gestartet. Abdelaoue. Keiner bremst ihn. Vorbei. Diouf in der Mitte und da ist der Ausgleich. Hannover kommt frisch aus der Halbzeit. Da lässt sich Sokratis auskochen und schöner Ball von Abdelaoue. Da ging es mal schnell. Nur zwei Hannoveraner stellen die ganze Bremer Abwehr auf den Kopf und unsortiert das Ganze da hinten. Schnell geht das bei der Bremer. Ja, jetzt fangen wir wieder von vorne ein. 1:1, unentschieden. Wer übernimmt jetzt das Spiel? Hannover mit diesem Tor, vielleicht im Aufwind. Tribul verpasst die Chance, Hartherz zu schicken. Der fehlt jetzt hinten. Nicht gut vom jungen Bremer. Diouf. Da ist hier eine Lücke. Da kann Schlaudraff was draus machen. Schlaudraff. Schlaudraff, aber der braucht zu lange. Und Elfmeter. Da würde ich gerne nochmal genauer hinschauen. Also den habe ich nicht so gesehen. Junuzovic zwar dazwischen, aber naja. Abdelaoue. Und Wieser hält.
Abdelau versucht es wie Pizarro, versucht es in der Mitte, aber Wiese hat ihn ausgeguckt. Sensationell, wie der Elfmeter ausguckt. Ein super Keeper, was das angeht. Aber Hannover bleibt im Ballbesitz. Diouf auf Schirundelo, wieder zurück zu Diouf. Schön durchgesetzt auf der Außen, hat jetzt Vorteil. Diouf gibt zurück zu Schirundelo. Flanke hinein. Aber Abdelau kommt nicht richtig dahinter. Marin. Lang in den Ball, wie so oft. Das wird ihm ja oft angeprangert, dass er zu ballverliebt sei. Junuzovic. Fritz. Gibt ihn zurück zu Junuzovic. Flanke. Pizarro! Ah, ich glaube, Schirundelo war da als letztes am Ball. Auswechslung bei beiden Teams. Ekeci für Junuzovic und Koka Rausch für Christian Panda. Ich glaube, das sind konditionell bedingte Wechsel. Ja, Ecke gibt es für die Bremer, Backfrede. Pizarro aber ungefährlich, das Ganze. Zieler ohne Mühe. Alter Abstoß. Tribul kann den Ball zu Erfolg bringen. Jetzt sind wir wieder über links, Backfrede. Zurück zu Hartherz, der versucht, Ekeci zu schicken. Der stoppt den Ball aber lieber, nimmt das Tempo raus. Marin. Pizarro. Schöner Ball zu Tribul, jetzt ist die rechte Seite wieder frei, Rosenberg, aber der stoppt den Ball lieber, anstatt weiter zu spielen und versucht die Flanke. Pogatetz dazwischen, keine Gefahr für das Hannoveraner Tor. Nochmal, ja. Da wäre, glaube ich, auch in der Mitte nicht wirklich was gewesen. Denn Pogatetz kommt der Ball aber eh nicht zum Ball. Wieder Ecke für die Bremer. Alfrede. Zwar kommt nicht ran, Sokratis verliert den Ball an Diouf. Dadurch aber der Rosenberg nicht im Abseits. Rosenberg spielt zu Pizarro. Ah, nee, das war Sokratis. Das war der Sokratis. Der hat sich in den Mittelsturm gestohlen. Aber aus der Drehung kann der Grieche den Ball nicht ordentlich verwerten. Fritz am Ball. Die Hannoveraner können den Abstoß nicht behalten. Tribul, Pizarro auf die Außen, Hartherz. Der rückt heute viel mit auf, wie so häufig. Nicht zählbar, springt aber bisher dabei raus. Rosenberg, Pizarro aus der Ferne. Naja, eher zweites Stock. So, wieder Doppelwechsel, wieder beide Mannschaften dabei. Arnautovic für Rosenberg und Jakonan für Diouf. Ziel an den Aufstoß. Folter gewinnt der Skafulla gegen Jakonan. Barfrede versucht einen intelligenten Pass, aber niemand hat bei dieser intelligenten Aktion mitgedacht. Rausch. Der könnte mal wieder Meter machen. Abdelaue verschießt den Elfmeter, sonst auch nicht wirklich in Erscheinung getreten. Außer bei dem super Vorspiel natürlich, bei dem 1:1. Schlaudorf. Auch von ihm fehlt heute die kreative Art. Abdelaue. Fritz hat diesmal aufgepasst, lässt sich nicht so auskochen wie eigentlich Sokratis. Rausch. Phase des Spiels. Wer jetzt das Tor schießt, der gewinnt meiner Meinung nach. Stindl noch 2 Minuten plus Nachspielzeit, aber da wird es mit Sicherheit nicht so viel geben. Stindl. Ja, Konan. Schlau drauf, aber Ekeci spielt hinten mit. Meiner Meinung nach auch diese Entscheidung wirklich kein Rückpass, obwohl die Hannover Fans natürlich reklamieren. 1 Minute, wie gesagt, nicht zu viel Nachspielzeit gibt es hier im Bremer Weserstadion. Gab ja auch keine großen Störungen in der Partie. Ja, und da ist das Spiel auch vorbei. 1:1 endet das kleine Nordderby. Für wen das jetzt besser ist, möchte ich nicht prognostizieren. Die Bremer bleiben zuweilen vor Hannover, bleiben die Nummer 1 im Norden. Hannover verliert vielleicht den Anschluss an die Europacup-Plätze. Bremen kann weiter hoffen, hat die Negativserie gestoppt. Damit tschüss, bis zum nächsten Mal.